Herzlich willkommen zur Nachmittagssession. Wir starten nach dem leckeren Mittagessen mit Joachim Breitner. Er ist Doktorand am Lehrstuhl für Programmierparadigmen in Karlsruhe und ist aktiv in der Haskell-Community. Und da liegt es nahe, dass er uns was über Monaden erzählt. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Es geht um Monaden. Vorneweg allerdings, das wird kein Monad-Tutorial. Sondern es setzt eher da an, wo man vielleicht aufgehört hat, nachdem man mal irgendwas von gehört hat und vielleicht ein Tutorial oder eines der Tausenden gesehen hat und jetzt mal ein bisschen sehen will, was man damit noch cooleres machen kann. Also ich werde jetzt ein konkretes Problem vorstellen, das ich in der Praxis ganz konkret über Monaden, insbesondere Monadfix, schön lösen konnte und das ist erzählenswert. Das Problem entstand in einem Projekt, da ging es um diesen orangenen Stift. Wer kennt das? Okay, das sind die Kinder haben wahrscheinlich. Oder Enkel oder Neffen oder Nichten oder sowas. Das ist ein Spielzeug von Ravensburger, so ein Stift, da ist vorne eine Kamera drin. Wenn man damit auf speziell vorbereitete Bücher oder Puzzles oder sonst irgendwas drauf tippt, dann erkennt der an so einem Punktecode, den man drauf sieht, wo man drauf getippt hat und macht dann irgendwas. Also spielt dann einen Ton an. Der wird programmiert über eine Datei, die man drauflädt, wenn ich ein neues Buch dazu kaufe. Diese Datei hat ein proprietäres Dateiformat, was binäres, und das habe ich mit ein paar Leuten im Internet zusammen reverse engineert, sodass man jetzt ein Programm hat, mit dem man eigene Tippfeldprodukte gestalten kann. Und das habe ich in Haskell programmiert, weil man macht alles in Haskell, wenn man Haskell kann. Und da trat ein Problem auf, und zwar das der Binärserialisierung von Daten. Darum soll es gehen, wie ich schön Programm geschrieben habe, mit dem ich dieses proprietäre, binäre Dateiformat ausschreiben konnte. Ich werde es jetzt für den Vortrag vereinfachen, das heißt, wir fangen mit einem sehr einfachen Datenformat an, das wir rausschreiben wollen. Wird dann ein Stück weit auch ein bisschen schwieriger als das hier. Aber das ist jetzt das Ziel, wir wollen ein Programm schreiben in Haskell, das nimmt dieses Datenformat da oben, drei Werte, ein 8-Bit, zwei 16-Bit-Werte und schreibt es in diesem Layout in einen Byte-String. Der Vortrag ist Live-Coding, das heißt, wir werden uns vor allem damit beschäftigen. Links Editor, rechts GLCI mit dem Modul schon geöffnet. Und ja, wir werden mich programmieren sehen. Also, wir wollen Byte-Strings rausschreiben, geben wir denen mal einen Namen. Der Einfachheit halber einfach eine ganz normale Liste, wie man sie kennt, von Bytes. Und was wir jetzt machen wollen, ist, erstmal wollen wir irgendwas haben von diesem Typ. Wir machen Haskell, also machen wir irgendwie typorientierte Programmierung. Also wir haben irgendwie ein 8-Bit-Wort, ein 16-Bit-Wort, noch ein 16-Bit-Wort und wollen ein Byte-String erzeugen. Ich könnte das jetzt einfach von Hand hinschreiben, also irgendwie W1, W2, W3 und dann hier irgendwie eine Liste rausschreiben. Würde einfach mal kurz gehen, aber auf lange Sicht werden wir sehen, das ist zu wenig abstrakt. Sondern wir möchten irgendwie was Deklarativeres haben. Also irgendwie sowas, wo wir sagen können, okay, schreib erstmal ein 8-Bit-Wort und dann das gleiche mit 16 und dann das gleiche mit dem drin. Also irgendeine Art Monade. Wie gesagt, das ist kein Monad-Tutorial, das heißt, warum man jetzt hier tolle Monaden nutzen will, glaubt ihr mir jetzt einfach schon. Trotzdem werden wir die Monade von Hand implementieren. Wer es also noch nie gesehen hat, der lernt da auch noch was dabei, wenn er mitdenkt. Wir brauchen also eine Monade, nehmen wir sie mal Write, die irgend so ein Byte-String erzeugt. Und wenn es virtuell ist, muss ich ihm noch einen Konstruktornamen geben. Und damit ich es zur Monade machen kann, muss es so einen Typparameter haben für einen Rückgabewert einer nebeneffektbehafteten Berechnung, kann man sagen. Also nämlich erzeugt es nicht nur einen Byte-String, so ein Serialisierer, sondern auch noch irgendeine Art von Return Value. Zu so einem Datentyp habe ich ein paar Use-Funktionen meistens, zum Beispiel eine, die nimmt so ein write r und gibt mir das raus, was drin steckt. Also gerade dieses Tupel, das ist schnell geschrieben, ich mache ein Pattern Match auf dieses w und gebe es zurück. Wichtiger ist eigentlich eher so ein exec-write, was sozusagen die Draufsicht implementiert. Also da kriege ich irgend so ein write, was nichts Spannendes zurückliefert, und gibt mir dann tatsächlich den Byte-String, der mich interessiert. Am Ende ist es das, was ich haben will.
Die Implementierung würde ich jetzt hier so machen, dass ich RunWrite benutze. Also ich kriege da aus RunWrite einen Tuple raus und gebe den Weißstück zurück, der dann als erstes drin steht. Und das werde ich jetzt hier unten benutzen wollen. Also hier werde ich so einfügen. Exact Write schreiben. Jetzt meckert er natürlich, dass ich diese Write Word 8 und so noch nicht geschrieben habe. Die schreiben sich ganz schnell. Also um ein 8-Bit-Wort zu schreiben, also ein Byte, muss ich einfach nur dieses Byte rausschreiben, die einwendige Liste, die dieses Byte enthält, und ich gebe einen Rückgabewert. Da passiert keine Berechnung, also ich brauche auch keinen sondern Rückgabewert. Das Ganze kriegt also den Typ Word 8 nach. Unit. So, jetzt muss ich noch Write Word 16 implementieren. Typsignatur ist klar, ich nehme so ein 16-Bit-Wort und schreibe es raus. Jetzt könnte ich da wieder sagen, okay, ich mache hier explizit irgendwas mit Write. Aber schön ist ja eigentlich, wenn ich Sachen benutze, die ich schon definiert habe. In dem Fall habe ich mir schon erarbeitet, mühsam, wie ich einen Byte rausschreibe. Also wäre es auch sinnvoll, wenn ich das benutzen kann, um die einzelnen Bytes eines 16-Bit-Wortes rauszuschreiben. Das heißt, ich schreibe hier deklarativ, also irgendwas Doodles und drunter, zweimal Word 8, einmal das erste Byte und das zweite Byte. Und was sind die jeweils? Naja, die kriege ich aus dem Mod, indem ich hier mit div-mod drauf losgehe und durch 256 teile. Das geht noch nicht durch, weil die Typen nicht passen. Ich muss immer noch sagen, okay, mach aus diesem Word 16 tatsächlich ein Word 8. Und damit habe ich alle Funktionen definiert, die ich hier brauche. Stimmt nicht ganz. Er meckert jetzt hier, dass ich noch keine Monadinstanz habe. Ich habe zwar jetzt dieses Write geschrieben, der Compiler weiß aber noch nicht, wie sich das als Monade verhält. Das heißt, ich muss eine Monadeinstanz schreiben. Ich habe hier GLC 7.10, aktuelle Version. Seit GLC 7.10 ist die Monad-Type-Klasse noch aufgeteilt in Applicative und Functor als Überklassen. Das heißt im Grunde nur, dass ich immer alles drei definieren muss, wenn ich eine Monade selber definiere. Fange ich also im Einfachen an. Das ist ein Functor. Functor heißt, ich habe hier, kriege so ein Byte, irgendwas, und habe eine Funktion f, die ich auf diesen berechneten Rückgabewert anwenden soll. Das heißt, ich krieg so ein neues Write. Was ich hier machen muss, ich rufe dieses w auf, dann schaue ich mir das Ergebnis an, das ist einmal ein Bytes und ein x, und dann soll mein Ergebnis sein, die gleichen Bytes ausgeschrieben, ich ändere nicht den Effekt des Bytes aufsammeln, aber auf diesen Rückgabewert wende ich f an. Das ist ein Punkt, der war nicht schnell. Für Applicative sieht es so ähnlich aus. Ich habe allerdings hier nicht ein F und ein B, sondern ich habe zwei Subwriters. Die rufe ich ähnlich auf. Das muss ich hier nicht unterscheiden. Das sind die ersten, das sind die zweiten Bytes. Der erste liefert mir eine Funktion und der zweite liefert mir einen Wert, die ich hier unten anwenden kann. Natürlich muss ich alle Bytes aufsammeln, die dabei bei dieser Berechnung rausgeschrieben werden. Und das war schon fast bei der Monade. Achso, ich wollte hier vielleicht noch das hier ändern, das ist dieser UFO-Operator. Zuletzt hier bei Monad. Funktioniert so ähnlich, die Struktur ist ziemlich analog. Der Unterschied ist, dass ich hier aus dem linken kriege ich irgendeine Berechnung raus, ein Ergebnis, ein x. Und das füttere ich hier direkt an den zweiten Parameter, bevor ich RunWrite drauf anwende und hier was rausbekomme, dann muss man y und das zurückgebe. Und da sieht man es, auch wenn es nicht Teil des nicht Thema des Vortrags ist, sieht man schon mal sehr schön den Unterschied zwischen Applicative und Monad. Hier fließen die Daten, die hier rauskommen, von den beiden Teilen unabhängig voneinander Richtung Ziel. Und erst hier unten trifft das f auf das x, während ich hier den Unterschied dazu habe, ist, das Ergebnis dieser Berechnung, dieses zweite Element im Tuple, beeinflusst komplett, was hier passiert, inklusive welche Bytes rausgeschrieben werden können.
Pinpoint Home, werde ich immer die gleichen Bytes kriegen, egal was die Funktion F ist. Und das ist diese unterschiedliche Mächtigkeit von Monaden und Implicative-Faktoren. Genau, jetzt hat sie noch nicht ganz zufrieden. Er sagt mir noch, dass hier noch Pure fehlt. Pure ist das gleiche wie Return im Grunde. Das ist ein, also in dem Kontext hier, eine Bytes rausschreibende Berechnung, langes Wort für Write-Up, die allerdings keine Bytes rausschreibt, also nichts wirklich macht, außer dieses X zurückzuliefern. So, jetzt ist die linke Spalte weg, das heißt, wir haben keine Fehler, keine Warnungen mehr und wir können schauen, ob unser Code funktioniert. Also wir haben dieses Write Format 1, das will drei Zahlen, 23, 42, 16. Und wir sehen, da kommen kommen die einzelnen Bytes raus. War jetzt ziemlich viel Code für relativ wenig, was wir erreichen wollen, aber wir haben uns mal gut vorbereitet für etwas sehr Modulares daher. Um mich zu vergewissern, dass es auch wirklich hier passt, habe ich auch noch den umgekehrten Weg vorbereitet, also einen Parser für diese Formate. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur Byte Format machen, sondern auch Parse Format 1, um zu prüfen, dass es auch wirklich passt, was da rauskommt. Und es steht das gleiche da. Und wenn wir sowas schon haben, können wir noch gleich ein bisschen Best Practices zeigen. Das ist eine ideale Anwendung für QuickCheck. Wer hat schon mal von QuickCheck gehört? Na, Gymnastikübung passt. Alle machen ja Hände hoch. Also wenn ich hier QuickCheck benutze, um zu prüfen, dass für jedes I gilt, wenn ich es rausschreibe und wieder parse, kommt es gleich in I raus, dann sagt er mir, ja, passt für 100 beliebige Eingaben. Also haben wir uns wahrscheinlich nicht vertan. Zumindest wenn der Parser passt. Gut, das war jetzt noch nicht besonders schwierig, die Aufgabe, wir haben da ziemlich Hammer drauf gehauen. Also lassen wir es ein bisschen schwieriger werden, dass ich es auch auszahle. Nächstes Datenformat ist jetzt eine unbekannte Anzahl von 16-Bit-Worten, die wir in eine Liste rausschreiben. Und zwar derart, dass das erste Byte von der Serialisierung gibt die Anzahl der Elemente an und dann folgt die Serialisierung der Elemente der Reihe nach. Das ist ein ganz übliches Format, wie Binärdaten von so einer Liste dargestellt werden. Wird eben auch bei diesem TIP-Toy-Projekt entsprechend gemacht. Schreiben wir uns das mal raus. Wir könnten jetzt eine Funktion schreiben, die irgendwie write list of word 16, aber das ist schon viel zu konkret, weil dieses Muster, ein Byte rausschreiben, was die Länge angibt, und dann die einzelnen Elemente serialisieren, das ist sehr generisch. Das heißt, das wollen wir auch allgemein halten. Also wir wollen irgendeine Funktion schreiben, die nimmt eine Liste von beliebigen Sachen, wir wissen noch nicht was, und schreibt die raus. Damit wir das machen können, müssen wir dieser Funktion auch sagen, wie denn ein einzelnes Element davon rausgeschrieben werden darf. Das könnte also so einfach aussehen. Die Implementierung ist nicht besonders schwer. Wir haben eine Funktion zum Rausschreiben. Wir haben diese Elemente. Das ist XS. Dann schreiben wir erst die Länge raus. Also ein Byte rausschreiben mit der Länge von BS. Wobei das vom Typ nicht passt, deswegen noch vom Typ draufschmeißen. Und jetzt wenden wir F auf jedes Element dieser Liste an und schreiben es raus. Das könnte man nämlich anfangen mit irgendwie Rekursion über die Liste oder so, aber das brauchen wir alles nicht, weil dadurch, dass wir abstrakt mit Monaden arbeiten, mit dieser Abstraktionsschicht, haben wir plötzlich Zugriff auf eine riesige Bibliothek von existierenden Kombinatoren und Hilfsfunktionen für Monaden. Und es gibt eine, die genau das macht, was wir jetzt an der Stelle machen müssen, nämlich mehr im Unterstrich, was jetzt jedes Element in der Liste darauf F anwendet in der richtigen Reihenfolge und keine Rückgabe mehr darum sammelt. Das ist das der Unterstrich hier. Ich habe nicht geschrieben. Was er mag jetzt hier nicht? Er mag nicht, dass ich das XS genannt, WS genannt habe. Jetzt mag er es wieder. Gut, und damit ist dieses neue Format zu schreiben jetzt eine Trivialität. Denn wir haben hier eine Liste von 16 Bit. Sachen, wir wollen einen Byte-String rauskriegen, also machen wir wie oben ein exec-write und schreiben dann write-list und müssen ihm sagen, wie er die Elemente rausschreiben soll, also write Word 16 und die Worte. Wir laden es neu und sehen, dass er das mag.
Oh, genau. So, das ist das mal rausgeschrieben. Wir sehen am Anfang die drei, das sind genau die drei Elemente der Liste. Und abermals können wir mit Quick-Check prüfen, dass das macht, was es soll. Ja? Du meinst, dass man hier ein weit von A macht? Kann man, bringt aber nicht viel, weil das kann man sich lieber, kann man sich einfach aus dem hier zusammenbauen. Und eigentlich ist es so schöner, wenn ich es so habe, dann weiß ich von außen nicht, was macht ein WriteList mit dieser Sache. Wird es vielleicht mehrfach aufgerufen? Und wenn es dann Bytes rausschreiben würde, würde es die eventuell mehrfach rausschreiben. Und so ist es, so fasst die Bedeutung von dem Programm deutlich präziser. Und ich bin in der Anwendung davon sicherer, dass ich da nicht komische Sachen mache. Um da so ein Byte reinzufügen, hat man ja genau dann diesen Byte-Operator von, oder die Dupl-Notation, die macht ja genau das. Also, wenn man sich die umsortiert, nimmt so eine Funktion, wie ich sie geschrieben habe, und liefert dir so eine Funktion, wie du sie haben wolltest. Deswegen ist es sauberer, das im Aufruf entsprechend zu liften, wenn Bedarf besteht. Ich glaube, wenn ich es anders umschreibe, dann ist sogar die Reihenfolge so, wie wir es bräuchten. Gut. Das Format war auch noch einfach, jetzt wird es schwierig. Und zwar ist es bei Binärformaten oft so, dass man die nicht einfach da rein nach rausschreiben will. Angenommen, ich habe zwei Listen und ich würde die einfach nur nacheinander hinschreiben, dann müsste ich immer die erste Liste durchlaufen, um zu wissen, wo die zweite Liste beginnt. Also vor allem, wenn die Elemente vielleicht verschieden lang sind, was ja auch denkbar wäre. Und deswegen hat man dann eine Tabelle, in dem Fall am Ende der Datei. Das heißt, die letzten beiden Bytes geben mir an, welchen Positionen in diesem Format die Listen jeweils beginnen. Gut, das ist auch wieder ein Binärformat, das können wir auch serialisieren. Und eigentlich haben wir doch alle schon parat, also kann man drauf loslegen. Byte Format 3 nimmt 2 von diesen Listen und gibt so ein Byte schon raus. Das können wir hier mal übernehmen, das ist sicherlich ähnlich. Nur, dass wir eben hier zwei Listen haben. Wir schreiben die erste raus, wir schreiben die zweite raus. So, jetzt müssen wir die Position der ersten Liste rausschreiben. Das ist einfach. Wer weiß es? 0. Gut. Und die zweite ebenso. Also ein Byte für diese Länge von der ersten Liste plus die Anzahl der Elemente der ersten Liste. Natürlich wieder from integral auch anwenden, damit es von Typen her passt. Und sind wir fertig. Können wir uns dann anschauen. Byte Format 3 nimmt 2 nach, also 42 zum Beispiel und 2016, 2017. Und sieht gut aus, oder? Also, machen wir noch wie immer Quick-Check. Dass wir auch wirklich sicher sind, dass es passt und Pass Format 3 muss ich sagen. Ah, schade, passt nicht. Also wir haben einen Bug eingebaut. Wir können mal schauen, das ja, kann man ja auch hier sehen. Wer sieht den Bug? Ja gut, aber das ist bei dem Gegenbeispiel nicht der Fall. Das Gegenbeispiel ist sehr klein. Ja? Richtig, wir haben hier ich habe ja die Anzahl der Elemente gemessen, aber ich hätte die Anzahl der Bytes reinschreiben müssen. Also blöder Bug in blödem Teil vom Code, der fehleranfällig ist. Was man im Normalfall vielleicht machen würde, wäre, ich schreibe dann zweimal rein und packe vielleicht noch ein Unit-Testing rum. Aber hier ist ja Best of Breed, wo man hier schöne Lösungen für schwierige Probleme sieht. Das heißt, ich will diesen Fehler nicht nur jetzt einmal fixen, sondern ich will ihn nie wieder machen können. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und wie kann ich das erreichen? Also wenn ich mir einfach etwas wünschen dürfte, was würde ich denn lieber schreiben, als hier eine Berechnung reinschreiben? Ja? Ja, die Position, nachdem wir die erste Liste rausgeschrieben haben. Genau. Ich will mir hier irgendwie merken, dass es der Position einen Namen geben, und damit es einheitlich ist, auch für die 1, also für Anfang, weil es ist ja schöner.
und das hier rausschreiben. Wenn ich das hier schreiben könnte, dann ist klar, ich habe keinen Fehler, ich habe keine Möglichkeit, einen Fehler zu machen. Das Programm ist viel einfacher, richtig hinzukriegen, weil das ist ja eigentlich der Grund, warum Haskell benutzt, weil das, oder ähnliche schöne Sprachen, weil solche Sachen eben gehen. Gut, so einfach geht es nicht, weil noch Mercator erkennt dieses Get-Post nicht. Also versuchen wir das mal zu implementieren. Der Typ ist klar, das ist ein Write, was eine Word 8 berechnet, also die Position, wobei gibt man dem mal Name, Type, Index gleich Word 8, dass wir im Klaren sind, was das hier bedeutet. Das Problem ist, was mache ich jetzt hier? Also ich kann hier zwar Write schreiben, damit ich so ein Byte bekomme, jetzt muss ich hier, gut, ich schreibe keine Bytes raus, da bin ich mir sicher, GetPost sollte nicht irgendwie Zeiteffekte haben, aber was schreibe ich jetzt hier rein? Wie kommt es an die aktuelle Position? Ich meine, wir haben keine globalen Variablen, die wir irgendwie mitschleifen können, um uns zu merken, wo wir sind, und das wollen wir auch wirklich nicht machen. Ich will hier keinen Parameter einfügen, weil dann habe ich das Problem wieder nur runtergeschoben. Das heißt, was ich hier eintragen muss, muss irgendwie was mit diesem Write zu tun haben. Verstehen wir das also mal? Das heißt, es muss diesen Typ hier oben erweitern. Ein Write-R ist jetzt nicht mehr nur etwas, was ein Byte-String rausschreibt und ein R berechnet, sondern es ist etwas, was Zugriff hat auf den aktuellen Index. Also eine Funktion, die die aktuelle Position nimmt und dann das macht, was es vorher macht. Es muss da sein, weil sonst kann ich GetPost nicht implementieren. Also schreibe ich es hier rein, jetzt kriege ich einen Typfehler und ich refactor mein Programm. Ich gehe also alle Typfehler durch und korrigiere die. Hier muss ich den Typ von den Bandbreiten anpassen. Hier muss ich sagen, okay, ich beginne an Byte 0, ganz am Anfang. Der Funktor, der nimmt den Index und gibt ihn einfach weiter, ändert nichts daran. Pure ignoriert den Index, das macht einfach nichts damit, brauchst du nicht. Spannend ist Implicative, ich kriege hier einen Index rein, dann gebe ich die erste Berechnung. Jetzt kriege ich hier beides raus, das heißt, hier kann ich jetzt den zweiten Index berechnen, das ist der erste plus die Länge der Bytes, die am ersten rausgeschrieben worden sind. Und das gebe ich am zweiten weiter. Und schade, das ist ein bisschen Duplikation, das ist leider hier drin. Das gleiche mache ich auch noch bei der Monad-Instanz, aber es sieht genau gleich aus. So, dann muss ich hier GetPost anpassen und deswegen wollte ich es ja machen. Hier kann ich jetzt sagen, ich nehme einen Index und ich gebe ihn einfach direkt raus. Das ist die Berechnung. Ich führe es sozusagen dann raus aus dieser Encapsulung. WriteWord muss ich auch noch anpassen, das ignoriert den Parameter. Ja, kann ich. Danke. Ja, das war's. Alle Typen wieder beseitigt. Das heißt insbesondere, dass es möglich war, die Implementierung von dieser Write-Monade fast komplett auszutauschen. Und ich musste nur die allerprimitivsten Sachen anpassen, meine Instanzen. Und dieses grundlegende WriteWord 8. Alles weitere, alle meine Formatausschreibungen konnte ich behalten. Ein Zeichen dafür, dass diese Abstraktionsschicht, die ich hier eingeführt habe, eine gute ist. Mit einer kleinen Oberfläche, mit der ich da viel machen kann. Und gut, wir haben keinen Typfehler, wir haben undefined nochmal rausgenommen. Das heißt, wir sollten erwarten, dass das jetzt tut und wir sehen, okay, hier steht es eine 5, vorher war es eine 3, also hat sich schon was geändert. Und Quick-Check ist auch happy. So, Hälfte der Zeit. Was wir bisher gemacht haben, ist mehr oder weniger könnte auch, wenn man es ausführlich machen würde, ein Monitorial sein. Wo man eben sieht, dass es sich lohnt, diese Abstraktionsschicht einzuführen und was man davon hat. Das Problem ist, das echte Teilformat hat nicht diese schöne Form, sondern hat diese Form. Die Tabelle ist am Anfang. Und das stellt ein Problem dar. Denn jetzt habe ich die ganze Mühe gemacht und habe mir dieses GetPost überlegt und diese schöne Abstraktionsschicht, dass ich da auf Positionen beweisen kann. Problem ist, nehmen wir es mal um, das ist ja das nächste Format. Dass dieses Format 4 so aussieht. Also, ich will die Sachen rausschreiben, bevor ich weiß, was das für Wörter.
Naja, das will man haben, aber das ist ja dann irgendwie jetzt arg Weihnachten und Ostern gleichzeitig, wenn es geht, oder? Andererseits ist es Haskell, also machen wir es halt einfach. Okay, ganz einfach geht's nicht. Wenn ich das jetzt mache, sagt er, okay, ich habe diese Position nicht in Scope. Ist klar. Ich kann ihm allerdings sagen, ja, ist mir doch egal, mach trotzdem. Dann muss ich hier statt du mdu schreiben. Das M steht für den griechischen Buchstaben Ü. Hat was mit Fixpunkten zu tun, wer sich an die Mathe erinnert. Und es ist eine Spracherweiterung, das heißt, ich muss hier schreiben Language Recursive Do. Und dann kommen wir schon weiter. Jetzt meckert er etwas anderes, nämlich, dass er hier dieses Monad Fixed Instanz fehlt. Ich mache gerade einen Import, dann sieht die Fehlermeldung auch ein bisschen schöner aus. Genau, er braucht eine Instanz. Das ist die gleiche Fehlermeldung, die wir vorher hatten, als wir Do-Notation benutzt haben und auch keine Monad-Instanz haben, sagt er jetzt, okay, ich brauche hier diese Typklasse Monad Fixed. Was macht die? Das ist eine Typklasse, die nimmt eine Monade und packt noch was hinzu, nämlich eine Operation namens mfix mit diesem Typ. Okay, Compiler sagt, er will das haben, also gebe ich ihm das. Und machen wir noch keine großen Gedanken darüber, was das eigentlich genau machen soll. Meistens hat der Compiler ja recht. Also machen wir hier ein Mounted Fix. Und der Typ von diesem mfix, wenn ich jetzt mal instanziere, für was ich brauche, ist ein a nach write a. Und dann soll ein Byte A rauskommen. So, das mache ich vielleicht so ähnlich wie den Funktor. Ich habe hier immer noch so ein W. Das ist dieses erste Argument. Allerdings braucht das W ein Argument. Das braucht... Ich mache mal so. Dann soll ich es nicht mehr... Ups. Ja, dann soll ich das nicht mehr vergessen. Also, ich nehme... Ähnlich wie bei Functor, das sieht echt genauso aus. Gut, ich habe kein F, ich gebe einfach X raus. Das Problem ist jetzt, was gebe ich hier rein? Also da erwartet dieser erste Argument, das ist eine Funktion, es erwartet einen Wert vom Typ X. Vom Typ A. Und wo habe ich irgendwas vom Typ A? Naja, das Einzige, was ich vom Typ A habe, was hier irgendwo rumfährt, ist X. Das heißt, wenn ich jetzt FX. Oh, schön, wer mag das? Haskell ist kompiliert, also sollte es auch das machen, was es soll. Jetzt sieht es unschön hier. Das ist jetzt Byte Format 4 mit den gleichen Argumente. Und tatsächlich kommt was raus. Also ich zoome gleich nochmal neben dran den Code, damit der A-Effekt größer ist. Also wir sehen, er hat hier 2 und 7 rausgeschrieben und danach die Listen rausgeschrieben und das stimmt auch. Also nach 2 Bytes kommt die erste Liste und nach 7 Bytes am Anfang gerechnet kommt die zweite Liste. Es scheint zu tun, wir können auch Quick-Tick drauflaufen lassen. Und es macht das, was es soll. Ja, das ist im Grunde, als ich erzählen wollte, was geht. Vermutlich wollte ihr ein bisschen wissen, warum das geht. Die Erkenntnis, die hier wichtig ist, ist, dass diese ganzen, also man könnte sich jetzt auch fragen, macht der Compiler da irgendwelche Blackmagic? Hat er was Eingebautes, was den Blick in die Zukunft ermöglicht oder so? Oder ist das irgendwie speziell mit diesem Write oder so? Übrigens, an der Stelle mal kurz noch mal zeigen hier. Dieses Monad Fix gibt es auch für I.O. Also, das ist schon irgendwie scary. Und was es hilft, sich da klar zu machen, ist, dass diese Monad-Instanz und ebenso Monad Fix und Funktor und Applicative, das ist alles eine Abstraktion, die bieten einem nichts Neues. Die packen nur Funktionalität, die man eh schon selber geschrieben hat, oder die irgendwer auf einen geschrieben hat, in eine schönere Verpackung. Aber die Verpackung kann ich auch wieder entfernen. Ich meine, wir haben es ja vorhin gesehen, wir haben tatsächlich
ganze Monadeninstanzen handgeschrieben. Also hier das Zeug, das ist ja einfach nur Funktionsdefinition. Und ebenso One and Fix. Und wenn ich das Ganze jetzt, was hier steht, die gesamte Monaden- und Monad-Fix-Packung mal runterreiß, und das zeigt heute, tippe ich das nicht, sondern ich lese es kurz ein, dann sieht es in etwa so aus. Also man sieht hier Fragmente von dem Code, was wir oben geschrieben haben. Wir sehen die Berechnung der Indizes, die aktualisiert wird. Das Ganze ist halt irgendwie ein großes LED-Binding. Also wir sehen hier wird die Position 1 rausgeschrieben, wir kriegen die Bytes raus, wir aktualisieren unseren Zähler, wie weit wir sind, wir schreiben das zweite raus, wir aktualisieren den Zähler, wir merken uns die Position 1 und machen dann weiter. Das heißt, was wir jetzt gut verpackt und in dieser MDO-Notation versteckt haben, ist eigentlich nichts anderes als ganz normale Haskell-Laziness. Das, um es mal auf ein kleineres Beispiel zu machen, ist nichts anderes als dieses, was man hier kennt. Ich kann eine Liste R definieren, die besteht aus 5 Kopien ihrer eigenen Liste, eigene Länge. Und das geht in Haskell. In der Form kennt man es vielleicht von irgendwelchen Einführungsrollen zu Laziness. In der Form da links sieht man, dass es auch zu was Sinnvollem zu gebrauchen ist. Wie sieht denn das auf dem Speicher aus? Ein Student von mir hat ein nettes Programm geschrieben, mit dem man den Zustand des Speichers anschauen kann. Und machen wir es einfach mal für. Machen wir das mal für das kleine Beispiel. Also, wir tun dieses R hier binden und schauen uns das an. Okay, erstmal ist es irgendwie im Speicher so, das ist. Ui. Wo sind wir jetzt hin? Ich muss das hier wieder groß machen. Und das weg. Und dann so. Das muss man nicht verstehen. Alles, was man nicht versteht, ist einfach irgendeine Berechnung, die noch nicht abgeschlossen worden ist. Also ein Funk. Dieses Replicate und so, das wurde noch nicht ausgeführt, weil wir es nicht gebraucht haben. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will die Länge der Liste wissen, dann wird die Liste so weit ausgewertet, dass ich das weiß. Also insbesondere wird hier rechts entlang diese Folge von Listenzellen, von Constzellen ausgewertet. Aber wir sehen, dass der Inhalt einer jeder Zelle, ist alles das Gleiche, immer noch so ein nicht ausgewertetes Ding ist. Das heißt, wir konnten die Länge berechnen, ohne zu wissen, was drin steht. Das ist eine Eigenschaft von Lazy Listen. Und wir sehen, dass das Element, was da drin steht, neben irgendwelchen Code hier, wie immer das, einen Verweis hat, einen Pointer auf den Anfang der Liste. Was macht das Sinn? Was steht denn hier? Steht die Länge von der Liste. Unausgewertet. Das heißt, es muss wissen, von welcher Liste es die Länge nehmen soll. Das hier kann man sich vorstellen, steht für die Längenfunktion. Und das steht für Anwendung. Und wenn ich das jetzt hier mir anschaue oder draufklicke, ich kann ja auch draufklicken, dann wird es ausgewertet, das wird die 5. Andersrum sehen wir hier, einfach zum Verständnis, wenn ich jetzt mir so ein R nochmal neu hernehmen und ich schaue mir die erste Zelle der Liste an, die Länge 5, und ich aktualisiere das, sehe ich, dass die Liste komplett ausgewertet wurde. Nicht, weil ich das gemacht habe, ich habe mir nur das erste Element angeschaut, aber um das erste Element anzuschauen, muss ich es ausrechnen, und um es auszurechnen, muss ich die Liste berechnen, und dazu muss ich die Liste hier durchlaufen. Und nichts anderes passiert hier. Wenn ich also hier mein Format, right. Wenn ich hier mal dieses Format rausschreibe, wenn ich das dann öffnen würde, das wird sehr groß. Deswegen, was ich jetzt mache, ist, ich gebe es mir mal aus, aber ich lasse die ersten beiden Elemente weg. Also ich schaue mir nur alles ab dem dritten Byte. Das sollte die Serialisierung dieser beiden Listen sein. Richtig, ich sollte das mit Optimierung und mit kompilieren, sonst klappt das nicht. Jetzt machen wir neu.
aktiviert, genau. Ich nehme diese Liste, ich schaue sie mir ab dem zweiten Moment an und schaue mir an, wie es jetzt mit Reicher aussieht. Nur nicht besser. Moment. Was hatte ich gemacht, damit das funktioniert hatte? Gut, ich habe noch 7 Minuten, dann kann ich noch probieren. Ja, das sieht besser aus. Das sieht zu. Nicht für Gott. Das sieht zu gut aus. Also, wie seltsam, dass ich anders verhält vorher, aber noch einmal weiter. Ich glaube, aus irgendeinem Grund ist das erste Element der Liste schon ausgewertet, ich weiß nicht warum. Aber was wir sehen, das zweite Element der Liste, also die Position, das ist eigentlich spannend, die Position der zweiten Liste, ist noch im Frank. Und wir sehen auch, was dieser Tag benutzt. Und zwar haben wir zum einen hier, also wenn man mal diesen rechten Pfeil folgt, sehen wir die Ausgabeliste. Also 2, das Unbekannte, und dann hier die hier unter die Liste, die wir ausgeben wollen. Was wir hier sehen, ist auch eine Liste, die aber nur bis hierhin geht, also hier steht dann Nil am Ende. Das ist genau die Serialisierung der ersten Liste und daraus berechnet sich ja aus der Länge dieser Liste der Index. Wenn ich jetzt hier, das heißt, es war mir möglich, die Ausgabe so weit zu berechnen, ohne diesen Wert hier anzuschauen, diesen Index, den wir haben wollen, weit genug berechnen, um jetzt das Ding berechnen zu können. Wenn ich jetzt drauf drücke, oder ja, dann wird das fertig berechnet und ich kriege die 7 rein. Ja, ich sehe, dieses Tool ist ein bisschen hakelig, weil es halt seltsame Black Magic macht, um den Speicher zu schauen. Das ist vom Hessen-Kamera nicht so vorgesehen. Aber man kann es mindestens ein bisschen ankriegen, was da passiert. Was wir jetzt noch zeigen will, ist, dass das sehr schön funktioniert, solange es funktioniert. Es kann nicht zaubern. Also es kann keine unmöglichen Sachen machen. Wenn ich jetzt so hier sagen würde, naja, wenn Position 2 gerade ist, dann schreibt mal ein Byte raus, ansonsten ein 2 Bytes. Und ich versuche das jetzt so laufen zu lassen, Byte Format 4, dann passiert einfach nichts. Also gut, er kriegt noch hin, dass eine Liste beginnt, aber weiter nicht. Weil, macht ja Sinn, ich, in der Berechnung von dem zweiten Byte würde jetzt die Berechnung, also das Ergebnis brauchen. Also es ist immer noch eine ganz normale Rekursion und wenn die auf sich selbst verweist, dann kann auch das nicht mehr helfen. Man muss also die Laziness richtig einschätzen können, richtig aussetzen. Das schränkt es auch ein bisschen ein, also man hat da schon, ja. Würde auch nicht gehen, nee. Also das Problem ist es nicht die Frage, ob das eine Lösung hat oder nicht, sondern er findet sie einfach nicht. Kommt gleich raus. Aber ja, guter Punkt. Gut. Ja, abschließende Gedanken, was ich euch vermitteln wollte. Monaden, ganz allgemein oder noch allgemeiner, Abstraktionen für Klassenteiler, sind eigentlich nichts. Eigentlich nur eine schöne Schicht für Zeug, was auch anders schon existiert, was ihr eventuell anders auch selber schreiben müsst. Also deswegen keine Angst davor. Andererseits sind Monaden, in dem Fall Varianten wie Monad Fix, sehr viel, weil sie ermöglichen mir hässlichsten Code und fehleranfälligsten Code, wir erinnern uns an den Bug, den wir vorher haben, so zu verpacken in kleine Stückchen, die ich schön zusammensetzen kann, dass ich diese Probleme nicht habe und dass schwierige Programmierprobleme schön und elegant werden. Also das ist eine also ohne dieses Ding natürlich, eine sehr fast schon Spezifikations- Niveau an Beschreibung von Daten zu machen. Auch an der Stelle keine Scheu davor, Monaden sich selber zu implementieren, also was ich hier gemacht habe.
Es gibt ja diese Modern Transformers, damit kann ich das auch irgendwie alles zusammenstecken, mit einem, in dem Fall einem Writer und einem Reader, aber Performance leidet, und es ist nicht so schlimm, selber zu machen. Und man kann einfacher nochmal was umstellen und anpassen. Und zuletzt natürlich ganz konkret Modern Fix, ein bisschen eine vernachlässigte Typklasse, kann in manchen Fällen sehr coole Sachen machen. Man muss ein bisschen aufpassen mit Laziness, man sollte Laziness halbwegs verstanden haben, sonst kommt man in komische Probleme, aber dann kann man damit wirklich schöne Sachen machen. Und wie gesagt, das ist ein Beispiel aus einem echten Projekt, wo ich das ja, mit gutem Gewissen und ernsthaft genutzt habe. Vielen Dank. Gibt es denn Fragen? Ja, jetzt nicht ganz direkt zum Thema, aber das From Integral, das kann man das irgendwie noch safer machen? Also wenn die Liste länger als ein Byte ist, dass da irgendwie ein Fehler geschlossen wird, so ein Freitag? Nee, also nicht ohne weiteres. Das ist, also wenn ich halt ein 16-Byte in Bitwort in 8-Bitwort konvertiere, habe ich Verlust. Und das Haskell-Typ-System ist nicht stark genug, um es zu kodieren. Wenn ich jetzt mal von einer Erweiterung wie Liquid Haskell absehe, das ist so ein Five-Cut-System, damit würde es gehen. Dann kannst du den Typ aller 16-Bit-Worte, die aber tatsächlich 8-Bit benutzen, kodieren, dann wäre es eine Safe-Operation. Man könnte natürlich Runtime-Checks einführen, wenn man das will. Aber auf Typ-Ebene ist das jetzt nichts, wo es jetzt direkt eine gute Lösung führt. Wieso heißt das Monad Fix? Das heißt Monad Fix, das hat was mit dem, also es berechnet einen Fixpunkt. Also es berechnet, wenn, also mfixf ist das gleiche aus Anwendersicht wie f angewandt auf mfix, Moment, auch andersrum, wie mfix auf f. Also es ist der Fixpunkt von diesem hier, oder ein Fixpunkt, wobei ich es nicht so schreiben kann, weil dieses Fix würde einfach diesen Byte immer wieder unendlich aufführen und ich komme nicht zu Rande. Also es ist ein es hat eine andere Implementierung, ich kann es nicht so generisch implementieren, das würde nicht funktionieren. Aber so als Gleichung geschrieben kann ich eben sagen, mfixf ist das gleiche, wenn ich mfixf und hinten dran nochmal f anwende. Bis auf die Seiteneffekte. Also ein bisschen schaue ich gerade einfach. Aber es hat was mit Fixpunkten zu tun, deswegen auch das schöne Menü. Noch eine Frage? Vielen Dank, Joachim. Kurze Umbaupause, in 5 Minuten geht's weiter.